Ja, jetzt sind wir ein zweiter Let's Play. Oder eher Let's Game. Nicht, dass ihr euch für den Anfängerkanal entschieden habt. Ja, die den ersten Teil auch schon gesehen habt. Ihr habt ja Raps weggebracht, weil ich ja noch nichts erntereif. Denkt mal, wie ihr seht, Drösch habe ich schon vorbereitet. Und zwar. Hier. Feld Nummer 24 ist schon reif, uns gehört uns. Und zwar wächst da Gerste. Und die wollen wir dann jetzt heute ernten. Tür zu. Treppe hoch. Und los geht's. Der Nebel müsste da unsere. Alte Taste, unsere Hühner sein, obwohl die eigentlich schon beim Hof sind, aber ist ja mir eigentlich egal. Oh, das Licht funktioniert ja schön. Auch hier geht's an, aber nur eine Stunde. Dann fahren wir jetzt dahin, erntet es und ja, in dem Hof war ja schon so ein Silo mit Füllstand, also wo halt was so darüber, ja, so ein Schild war Silo, da war ja schon was drin, das der Abfallhelfer jetzt gerade festfahren, die können wir das auch noch zudecken, dass unsere Tiere wieder was zu fressen bekommen. Und ja, hoffen wir, da backt's nicht, also so, dass der kommt. Sie besitzen das Feld nicht. Weil es ja dann schon blöd. Weil in der Beschreibung stand ja auch, dass ja manchmal das Problem auftritt. Das Feld besitzt man eigentlich, aber dann kommt. Sie besitzen das Feld gar nicht. Das ist schon blöd, wie gesagt. Das ist so. Müsste hier eigentlich irgendwo die Hühner sein? Sehe sie eigentlich noch nirgends, aber das stört uns jetzt ja auch nicht. So, abhängen. Fahren wir mal rum. Vorne der Schacht ist ja auch witzig. Wo man da so sieht. Es gibt ja nicht so viel Ertrag, da man ja zweite Normalfahren. Normalmodus nicht leicht oder schwer. Aber sollte uns ja nicht stören. So, jetzt darf dann der helfen und können wir vielleicht Hänger holen. Wow, der Helfer fährt hier sogar so, wie man eingesetzt hat, so wie 11. Ja, und mal jetzt Hänger. Ja, da drüber fährt der Abfallhelfer. Ich würde sagen, ein Hänger müsste reichen. Neben dem, wo man Raps drin hatte. Fahren auch mal darüber.
Naja, einen schönen Bremsstich. Licht ist angeschaltet. In der Map würde ich wahrscheinlich hauptsächlich nur mit dem Traktor fahren, weil der halt 60 km/h fährt. Mit dem Büro oder so 40 km/h, wenn wir hier schon ein bisschen länger dran. Da man ja eh nur 15 Minuten Let's Games macht, ja, würde man andere dann nicht sehr viel sehen. Oder noch weniger wie hier. Zweite Gangstufe kann halt fahren, aber düngen könnte man noch. Da nehmen wir mal den und das Güllefass. Welches ist auch noch voll und anscheinend heißt es ja, dass man mit dem Güllefass auch Wasser fahren kann. Also für die Tiere und so. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber dazu müsste es halt leer sein. Hier dran haben wir jetzt einen anderen Verteiler. Der ist breiter. Ja, das. Der andere war zwar auch breiter, aber. Der ist eben noch breiter. Ich glaube, um die 20 Meter war es, glaube ich. Dauert ja anscheinend 5 LS-Tage. Das reif ist. Wachstum haben wir auch auf. Na, haben wir doch auf normal. Missionen. Nein. So, jetzt müsste es 5 LS-Tage dauern. Oder waren es 10? Hoffen wir mal, dass es 5 war. Entschuldigung, Auto. Was ist eigentlich auch gut, es hat Lenkachsensperrung, Ausrichthilfe hier mit den Pfeilen, zumeist breit ist. Mit K kann man Deckel öffnen, sieht man auch Inhalt, der eher aussieht wie Kaba als Gülle. Aber ja, sonst von den Funktionen her ist nicht schlecht. Die Wiese gehört uns nicht, aber die andere. Dahinter, wo eigentlich der Hühnerstall sein sollte. So, PDA ausschalten. Geh an. Ja, mei, ich besitze dieses Feld nicht. Wie ich gesagt habe, manchmal ist es halt so. Welches Feld besitzen wir sonst noch in der Gegend? 26. Hoffen mal, dass es da geht. Ja, hier geht's. Den Verteiler. War richtig schön animiert. Ja, sieht eigentlich aus wie in echt. Hier, wie ich sage, irgendwie die Map hat halt genau rot, weil manchmal ist ja noch Gras, manchmal gar nicht angesät. Ja, heißt, dass man eigentlich alle Felder pflügen müsste. Aber da es wahrscheinlich so viele Felder hat, werde mir die gar nicht mehr
hier los? Ich hab gar nichts gemacht. Wieso geht es nicht mehr? Jetzt sehe ich's. Fahren wir nach Hause. Irgendwie voll ist. 44%. Push da jetzt Stroh. Nee, der passt doch alles. Was hackt der jetzt? Gar nicht umgestellt, dass der Hexe wird. Echt jetzt? Macht alles selbstständig, diese Hilfe. So, Lichter, Rundumleuchte. Jetzt ins Leisure reinschaut, kennt man nichts. Kennt ja nur das. Schwarz ist und nicht mal hohl. Aber es ist uns egal. Hof. Halt euch darüber. Da die Straße auch noch. Jetzt hat die Stadt kein Geld mehr für Straßensanierung oder was? Vielleicht ist Silo jetzt auch fertig, verdichtet. Ja, das Fass hat auf jeden Fall 3 Meter haben. Von der Breite her. Wow, zweimal, sie müssen das Gerät zuerst auffüllen. Den Hof. Das füllen wir jetzt aber nicht weiter auf, weil falls doch mit Wasser geht, müssen wir das erst nochmal leer machen. Aha, wir haben aber 2 Güllefässer. Was heißt... Eins könnte mir ja verkaufen. Wie 6 ist bei dem trotzdem irgendwie? Naja, irgendwie... Ja, jetzt. Also, was für Geräte? Oder wie... Wie stehen wir in der Zeit? Naja, ist nur ein bisschen drübert. Ja, dann beenden die das Let's Play hier jetzt gleich und ja, danke, dass ihr euch für den Einstellkanal entschieden habt. Bis zum nächsten Mal, da wird man voll fertig ernten und ein paar Geräte verkaufen, vielleicht auch ein paar kaufen. Ja, bis dahin, haut rein und viel Spaß.